wenn er sein Kind retten wollte. Wieder volles Leben und volle Rugby. Dann kriegen wir den ganzen Level auch wieder zurück. Er musste sein Leben opfern, um ihres zu retten. In diesem Moment wusste Kratos, dass er Kalliope verlassen musste. Wieder einmal betrog ihn das Schicksal. Na dann. Okay, wir haben immer noch alles perfekt geupgradet. Wir können jetzt das sogar noch upgraden, weil wir richtig schön viel Erfahrung bekommen haben. Und haben damit alles aufs Maximum. Los, glücklich! Sieh durch. So. Hey. Ach, Mann, sieh durch doch. Jetzt zum Endboss-Fight. Nicht hier irgendwelche Vollidioten wieder metzeln. Ah, und der weg. Was soll das denn? Beinahe muss ich einen Standardgegner platt machen, oder was auch. Nö! Ja! Also, tschüss. Und ihr verdammten Fernkämpfer hier noch die ganze Zeit. Gibt's doch gar nichts für euch. Außer Leid und Schmerz. So, jetzt reicht's aber auch langsam. Leben und wir haben nicht mehr viel Energie, also lass mich jetzt weiter, bitte. Ja, ist gut. Alle weg. Kannst es zumachen. Oder aufmachen. Komm schon. Ist doch noch einer da. Sorry. Ich hab mich vertan. Jetzt kannst du aufmachen. Jetzt. Er macht auf. Ein Wunder ist geschehen. Okay. Volles Leben. Volle Energie. Ein letztes Mal speichern. Und dann in den Endboss-Fight. Die Sonne zurückbringen. Atlas besiegen. Vielleicht noch Persephone oben einen drauf geben. Das ist Persephone. Spartaner, das ist dein Ende!
Persephone. Okay. Ah, ich glaube, meine Strategie war nicht ganz so gut einfach drauf. Ist doch nicht mal Musik oder sowas. Was ist das denn für ein Endboss-Fight? Problem ist, ich habe gleich kein Leben mehr und jetzt keine Energie mehr. Und ihr ungefähr ein Viertel abgezogen, nicht mehr ganz. Nichts, wir sind tot. Ja, mir ein Viertel abgezogen. Nö, jetzt muss ich jedes Mal hier wieder hinlaufen. Es kommt jedes Mal wieder die Zwischensequenz. Wenn sie mich verarschen, kann man die überspringen. Die kann man doch nicht mal überspringen. Das ist dein Ende. Boah, ist das asozial. Boah, ist das asozial. Sowas hasse ich. Das kriegt beim Spiel in der Wertung aber gleich mal 30 Punkte Abzug. Sowas ist asozial. Wenn man im Endboss-Fight verliert, muss man sich die verkackte Zwischensequenz davor jedes Mal angucken. Man kann sie nicht überspringen. Sowas hasse ich. Ich hasse es allgemein, wenn man Zwischensequenzen nicht überspringen kann. Man stellt euch vor, ihr habt euer Lieblingsspiel irgendwo und habt das schon 30 Mal durchgespielt und wollt es einfach nochmal spielen, weil es halt euer Lieblingsspiel ist. Und ihr müsst euch jedes Mal alle Zwischensequenzen angucken. Das ist doch sowieso schon nervig genug. Und das jetzt auch noch bei Fails. Muss man nicht direkt im Kampf wieder starten, sondern nein, muss die Treppe wieder hochlaufen. Dann muss man das blöde Gespräch wieder angucken. Dann muss man Zwischensequenzen nochmal anhören. Und der Kampf ist sauscheißen schwer. Das heißt, wir werden das bestimmt noch 20 Mal sehen dürfen, wie das passiert. Und da habe ich jetzt schon keine Lust mehr drauf. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr auf den Endboss-Fight. Nur weil ich weiß, dass ich jetzt verkacken werde. Und mir danach die ganze Zwischensequenz nochmal angucken darf. Und jetzt macht er keine Attacken mehr aus irgendeinem Grund. Ich drücke wie verrückt auf den Controller rum. Gerade. Und er macht nichts. Ich weiß nicht warum. Er macht nichts. Und es ist auch keine Musik da. Es ist der schlechteste Endboss-Fight, den ich jemals gesehen habe. Total verbuggt. Kratos macht nämlich nichts. Egal welchen Knopf ich drücke, es ist keine Musik da. Es ist eigentlich alles scheiße. Wenn man stirbt, muss man die ganze Zwischensequenz nochmal angucken. Ich habe noch nie einen sowas von beschissenen Endboss-Fight gesehen. Der so nicht besonders gut inszeniert. Das ganze Spiel bis hierhin war ja okay, aber ab jetzt... Spartaner, das ist dein Ende! Okay, ich dachte jetzt, versuche ich gleich mal von Anfang an so ein bisschen... Coole Story? Ach, weil ich mir die Zwischensequenzen häufig angeguckt habe wahrscheinlich, oder was? Toll, Alter. Wie soll ich das denn jemand schaffen? Habt ihr schon mal gesehen, wie viel Leben die hat? Ihren Angriffen nicht ausweichen. Ihr seht das ja, ich weiche direkt aus, sobald ihr irgendwas macht. Okay. Alter, ich bin direkt ausgewichen, das hat ja nicht funktioniert. Alter, ist das eine behinderte Scheiße. Und dann macht ihr die Attacken nicht richtig. Man kann ihr nicht ausweichen und sie weicht jeder unserer Attacken aus. Macht ihr die Attacke jetzt nicht? Achso, weil wir keine Energie haben. Das ist dann mein Fehler gewesen. Aber ich kann hier nicht ausweichen. Das ist doch behindert. Wir schaffen es einfach nicht, ihr mehr als ein Viertel ihres Lebens abzuziehen. Das kann doch nicht wahr sein.
Okay, wir gehen jetzt ein bisschen Energie zurück. Ich kann dir nicht ausweichen. Egal, ob ich ausweiche oder springe oder was weiß ich. Sie trifft uns immer. Ich kann der Attacke nicht ausweichen, sorry. Da kann ich versuchen, was ich will. Ich kann der Attacke einfach nicht ausweichen. Ja, guck dir mal unser Leben an. Das ist einfach... Boah, und jetzt nochmal zwischendurch. Juhu! Und dafür noch eine extra Dingens, womit da zu bauen. Eine Trophäe, das finde ich ja nochmal doppelt dreist. Das heißt, die wissen, was die da getan haben. Das finde ich einfach mal asozial. Ja, das ist unser Ende. Jetzt verwandle ich das wieder hoch. Dann kommt dann wieder der Titan. Dann fällt er wieder runter. Dann schlägst du es wieder rein. Dann geht's wieder los. Aber das ist jedes Mal unnötige 5 Minuten, die keine Sau braucht. Keine Sau braucht die. Wer guckt sich denn gerne 20 Mal dieselbe Zwischenstufe an, wenn er im Endboss-Fight fällt? Einfach einzubauen, dass man die Zwischensequenzen überspringen kann. Das ist das Asozialste überhaupt. Dass wir hier am Anfang mal nicht treffen lassen, wäre eine gute Sache. Oh Gott. Ich glaube, das ist eine Rüstung, ne? Nein, jetzt wissen wir es. Wir müssen am Anfang erstmal mit Energie getroffen haben. Bevor wir hier überhaupt Schaden machen können. Und jetzt haben wir gleich schon wieder sau viel Leben verloren. Vollkommen unnötig. Ich sollte auf Distanz bleiben, auf jeden Fall. Dann kann ich den Angriff nämlich auch ein bisschen ausweichen. War jetzt gar nicht schlecht. Wenn wir das erste Mal Leben und Energie abgelöst. Und haben selbst noch nicht viel abbekommen. Und jetzt hat man uns voll von dem Stein erwischen lassen. Das ist natürlich gut. Von dem Stein sollte man sich nicht treffen lassen. Ich bin zu nah dran. Ich weiß nicht, wo sie ist, deswegen werden wir getroffen. Ich weiß immer noch nicht, wo sie ist. Scheiß Kameraperspektive, ich würde sie gerne manuell drehen, aber das geht hier leider in diesem Spiel nicht. Dann muss die Kamera aber auch... Wenn dann die Kamera nicht drehen kann, dann muss die Kamera auch so sein, dass sie immer in Ordnung ist. Das war in dem Fall gerade nicht so. Man kann einen Endboss-Fight schlecht machen, wenn man den Gegner nicht sieht. Immer wenn ich das versuche, dann schmeißt ihr einen Scheißbrocken. Okay, ich kann der Attacke jetzt immerhin ausweichen. Oh, aber dann schmeißt ihr wieder den Scheißbrocken. Immer dann, wenn ich gerade nicht damit rechne, wie ich die Idee. Mit Erfahrung. Oh, fuck. Geh zu ihr. Sei bei ihr. Warum bist du so riesig? Diese Welt warum bist du so riesig? Dir. Atlas! Ich hatte noch R und L, ich habe die ganze Zeit gespammt und war immer noch am Spam. Okay, das war ein Speicherpunkt. Geh zu ihr. Sei bei ihr. Das ist gar nicht unbedingt so gut, dass das ein Speicherpunkt war, aber wenn du noch sehr wenig Leben hast. Atlas!
Atlas. Was ist jetzt mit dem Fight? Weil hier hat ja noch halbes Leben. Das kann ja eigentlich nicht sein. Und dann machen wir jetzt erstmal Atlas platt und stürmen dann wieder rein zu ihr. Ja, wieder volles Leben und wieder volle Energie. Wenn das jetzt Speicherpunkt ist, dann liebe ich den Fight doch. Nein, ich bin nicht, aber... Atlas in Ketten. Ich verstehe zwar gerade nicht so wirklich, was ich hier machen soll. Ich verstehe überhaupt nicht, was ich hier machen soll, aber gut. Ich verstehe überhaupt nicht, was ich machen soll. Ja, na also, das habe ich doch die ganze Zeit gemacht, warum hat das nicht funktioniert? Okay, man kann sie nun angreifen. Ein bisschen. Ach, jetzt habe ich das kapiert. Ich muss wieder so runterholen und dann nicht so angreifen. Ich verstehe es doch nicht. Verliert zwar nicht viel Leben, aber immerhin kontinuierlich. What? Och nö, da müssen wir so ein Ping-Pong-Spielchen machen wie bei Zelda. Oh, das kann ich doch. Wenn das zurückschneidet, ist das sowieso schon immer nicht gut. Dass ich das hier jedes Mal, bevor ich jeden hinsetze, zwei, dreimal mache oder was? Also treffen wir sie nicht, das ist natürlich auch gut. Das sterben wir. Na, kriegen wir noch eine Zwischensequenz zu sehen? Nein, ja, halt. Safe Point. Sehr gut. Ja, das ist zumindest nicht so alles. Hätte man den ersten Safe Point aber auch setzen können, bevor. Nachdem die Zwischensequenz war. Hätte ich deswegen da wirklich dran denken können. Dran denken müssen. Nicht dran denken können, dass es noch viel zu nett ausgedrückt. Vor allem, weil man wirklich erstmal so ein paar Versuche braucht, um halt wirklich reinzukommen. Okay. Meinst du gut? Okay, meinst du gut? Ich kann mich nicht bewegen. Jetzt gut zurückwerfen können. Yes! Hm.
Yes! Dann drauf da! Auf die Olle! Ah, ich verstehe. Komm schon! Ja? Ist gar nichts mehr hin. Dein Leiden wird niemals enden, Geist Spartas. Schon vorbei? Alter Vater, die machen sich ja selbst fertig. Die geben sich selbst die Trophäe dafür, dass sie zu blöd waren, nicht einzuprogrammieren, dass man die Zwischensequenzen überspringen kann. Und jetzt geben sie nach einer sehr kurzen Spielzeit auch schon die Trophäe schon vorbei. Aber schon mehr als Geigenhumor. Vielleicht glauben, dass die Olympier dir helfen. Aber sag mir, wo sind sie jetzt, deine Götter, Kratos? Warum kommen sie nicht, um dir zu helfen? Ich brauche die Hilfe der Götter nicht. Aber ich habe meinen Weg jetzt erkannt. Ich diene ihnen. Und sie werden ihr Versprechen halten und meine Vergangenheit auslöschen. Sage mir, Spartaner, was ist es wert, das Versprechen eines Olympiers? Es ist alles, was mir bleibt, Atlas! Wir sehen uns wieder, Spartaner. Es ist vorherbestimmt. Eines Tages wirst du deine Taten bitter bereuen, Kratos. Der mächtige Atlas lag in Ketten, auf ewig dazu verdammt, die Welt auf den Schultern zu tragen. Eine noch schlimmere Strafe, als selbst Zeus den Titanen auferlegt hatte. Atlas' Schicksal war besiegelt und die Göttin Persephone war tot. Kratos hatte die Menschheit gerettet, doch das war ihm gleich. Mit seiner Tochter hatte er die einzige Person aufgegeben, die ihm je wichtig war. Wonach er so lange gesucht hatte, war nun für immer verloren. Während der Sonnenwagen gen Himmel stieg und Helios' Macht die Welt erleuchtete, zog sich Morpheus in die Schatten zurück. Kratos' Sieg verschaffte ihm keine Genugtuung. Jahrelange Knechtschaft erwartete ihn. Er musste sich seinen Sünden stellen und um jene Menschlichkeit kämpfen, die sein dunkler Mythos begrub. Das war God of War Chains of Olympus. Von Ready at Dawn. Ja, das war's. Und ja. Da hinten im Hintergrund sieht man sogar noch in leicht pixeligerer Auflösung dann das Originalspiel von der PSP, denke ich mal. Ich fange mal ganz vorne an. Ich habe ja schon gesagt, ich war sehr überrascht von dem Spiel, weil ich finde, es ist sowohl grafisch wesentlich hübscher war, als ich erwartet habe. Ich hätte es genauso erwartet, wie es jetzt im Hintergrund aussieht. Genauso hatte ich es tatsächlich auf der PlayStation 3 erwartet. Und es sah wesentlich hübscher aus. Hätte ich nicht gedacht, dass man aus einem PSP-Titel als PS3-Remake noch sowas Schönes rausholen kann.
Es ist natürlich nie, wie gesagt, nicht vergleichbar mit einem PS3-Titel, aber es ist schon durchaus mehr als vergleichbar mit einigen PS2-HD-Remakes. Und weil die PSP ja nun mal nicht ganz so die Leistung hatte wie die PS2 und einen viel, viel kleineren Bildschirm und damit auch eine viel kleinere und schlechtere Auflösung hatte, fand ich, hat man da schon recht viel draus gemacht. Ich war auch sehr überrascht davon, wie flüssig und wie gut das ganze Gameplay war, dass das, dass das die PSP so konnte, hätte ich auch nicht erwartet. Auch nochmal einen großen Respekt dafür von mir. Und auch, dass man die Steuerung dem PlayStation 3 Controller angepasst hat, finde ich auch sehr gut. So zum Beispiel, dass man mit dem rechten Stick ausweichen kann und so weiter. Das ist den anderen, weil die PSP hatte keinen zweiten Stick, die hatte halt nur einen. Und deswegen, ja, war das nun mal nicht möglich, mit dem rechten Stick auszuweichen. Deswegen musste man damals wohl, wie es hier auch alternativ funktioniert, L1 und R1 gleichzeitig umteilen und dann konnte man mit dem linken Stick auch noch ausweichen. Ja, anders ging es halt nicht, hat man aber recht gut gelöst für die PSP, finde ich. Jetzt kommen wir zu dem Teil, der nichts mit der technischen Leistung zu tun hat, nämlich die Story. Und die fand ich ziemlich scheiße, muss ich ganz ehrlich so sagen. Gebe ich komplett zu, dass ich die Story schlecht fand. Und man hätte da wirklich sogar einiges draus machen können, was man aus der Story gemacht hat. Man hat aber einfach überhaupt nichts draus gemacht. Gar nichts. Ihr wisst, am Anfang reingeschmissen in unseren Krieg, wo so der eine Typ gegen den anderen kämpft, weißt du überhaupt nicht, was du da machen sollst. Du rennst da durch, wetzt jetzt ein paar Leute nieder, wie gesagt, du wusstest am Anfang überhaupt nicht, ob welche Verbündete von mir sind und wenn ja, welche. Und deswegen habe ich einfach mal alles mehr gewetzt, was mir entgegenkam, hat ja auch alles Erfahrung gebracht. Dann kam da plötzlich irgendwie so ein Persier, der überhaupt nichts mit der Story zu tun haben sollte, aber am Anfang so wirkte, weil er die erste Zwischensequenz bildete, als wenn er was damit zu tun haben sollte. In dem Moment sitzt du da nieder, dann kriegst du irgendwie eine Attacke von dem, toll, dann rennst du weiter, plötzlich ist die Sonne weg. Ja, gut, rennst einfach die Sonne hinterher und plötzlich bist du vor so einem riesigen dunklen Dingens, wo die ganze Zeit ein Musikstück spielt und was weiß ich, also ich... Es wurden vielleicht 3 oder 4 Mal in dem gesamten Spiel Story kurz erwähnt und ich meine, was ist denn jetzt mit dem Sonnengott? Ich habe ihn nicht gesehen. Ist er jetzt zurück? Ja, hat man gehört. Aber man hat nichts gesehen. Man hat keine Ahnung, wie er jetzt zurück ist. Man hat nicht gemerkt, dass jetzt irgendwie die Schwester vielleicht froh ist darüber, dass der Bruder wieder zurück ist als Gott. Keine Ahnung. Null, der Atlas, um sich die ganze Zeit gegen, war am Ende ganz kurz mit 5 Minuten zu sehen. Mit einer Synchronstimme, die überhaupt nicht zu dem passt. Und die Persephone, das ist die überhaupt, wurde ganz kurz vorgestellt. In dem letzten Level wurde die überhaupt erst vorgestellt. Und dann kam sie auch schon als Endboss zu an und als eigentlicher Bösewicht und so weiter und so fort. Die hätte man über das Spiel hinüber einführen müssen und so weiter und so fort. Aber wer das ist und was die überhaupt macht und wo die überhaupt ist und wie die aussieht, was nicht, das wurde alles erst im letzten Level, beziehungsweise erst wirklich kurz vorm Endboss-Fight aufgeklärt. Und ich finde, das geht gar nicht. Man muss doch so ein Verhältnis zum Boss, zum Gegner, zum wirklichen Hintermann da aufbauen. Auch wenn sie vorher... Wenn es halt eine Überraschung sein soll, dass sie diejenige ist, die böse war, dann hätte man es halt so machen müssen, dass sie... Naja, vorher als quasi Verbündete auftritt und dann seine später erst... gnadenlosen Schlachten uns forderten schließlich ihren Tribut, als Kratos aus dem Wagen zur Erde fiel. War dieses Opfer zu viel für ihn gewesen? Selbst für den Mann, der als der Geist Spartas bekannt war? Er hat uns wieder treu gedient, Athene. Er ist wahrhaft bemerkenswert. Er ist schwach. Sollen wir ihm helfen? Er schafft es. Sie müssen. Dann hatten wir das auch noch. Ja, ich
macht doch kurz zu Ende, ne? Die ganze Story fand ich einfach unglaublich schwach. Und das ist halt, wie ich finde, der Fluch eines Prequels. Es ist einfach so. Ich fand die Story von Ascension auch nicht wirklich überragend gut. Aber immerhin noch besser als das hier. Aber es ist halt nur mal so. Ich weiß, auch wenn ich sie noch nie gespielt habe, ich weiß trotzdem, dass unser Freund Kratos innerhalb der nächsten Spiele sich quasi durch die gesamte Götterriege durchmetzeln wird und am Ende nicht mehr viel übrig bleiben wird. Also sich gegen Hades, gegen Poseidon, gegen Zeus und so weiter, wird wohl sich allen stellen, die so funktionieren. Das heißt, du kannst dich natürlich in die Vorgängerspiele nicht wirklich einbauen, wenn die in den... Das heißt, du kannst halt in den geschichtlich vorgängigen Spielen nicht wirklich einbauen, wenn er die zum Beispiel in den nachfolgenden Spielen eigentlich erst kennenlernt oder deren Aussehen erst wirklich kennenlernt und so weiter und so fort. Was dann natürlich durchaus ein Problem ist. Weil du dann halt dementsprechend deine Story umbauen musst. Dann ist jetzt noch das Problem, du hast halt ein Entwicklerstudio, was nicht das Entwicklerstudio ist, was eigentlich die Spielserie macht. Die hat über die Dawn, hat diese beiden, also Ghost of Sparta und Chains of Olympus für die PSP entwickelt. Santa Monica Studios sind aber eigentlich diejenigen, die Kratos und die gesamte God of War-Serie gegründet haben. Das heißt, du willst denen natürlich auch keinen Story-Inhalt wegnehmen. Du musst also dich auch noch so danach den Vorgaben halten, deine eigenen Vorgaben, deine ungefähren Vorgaben und dann noch die Gegend und dann noch fragen, dürfen wir den einbauen, dürfen wir die töten, dürfen wir die, was weiß ich, machen. Und vielleicht haben sie sogar die Vorgabe dann bekommen. Hier übrigens, Persephone, die müsst ihr als Endboss einbauen und die muss er umbringen. So, das kann ja sein, dass das gestellt wurde und dann haben sie das... Also für mich kam das am Ende ziemlich eingeschoben vor, dass Persephone überhaupt existiert und dass sie die Böse ist. Und weil wirklich, du kommst in den letzten Tempel rein, hast keine Ahnung, wo du bist, hast keine Ahnung, wer sie ist, hast am Anfang drei Tafeln stehen, wo erklärt wird, wer sie ist, schnetzelt dich durch 30 Milliarden Gegnerhorden über, siehst sie dann am Ende und merkst dann, die ist die Böse. Ja. Das ist für mich kein Endboss-Fight. Das ist für mich keine Spannung aufbauen, das ist für mich kein... quasi Rivalitätsverhältnis zum Gegner aufbauen, das ist für mich keine Einschüchterung, keine Ahnung. Das ist für mich quasi das Schwächste, wie man Endboss einleiten kann überhaupt. Den Gegner erstmal vorher mit drei Schildern erklären, wer das überhaupt ist und was sie überhaupt da zu suchen hat da unten. Das hätte man vorher im Laufe des Spiels machen müssen, am besten sogar schon am Anfang des Spiels. Gleich, wenn man die Unterwelt betreten hätte, hätte man erklären müssen, wer Persephone ist. Hätte man sie vielleicht sogar einmal begegnen müssen, hätte sie vielleicht sogar so tun können, als wenn sie dir hilft. Und wenn du es dann am Ende bis zu ihr schaffst, enthüllt sie ihr wahres Gesicht und zeigt, dass sie die Böse ist oder so. Und hätte ja auch das erstmal Hades in die Schuhe schieben können, wenn sie Hades so hasst. Hätte sie ja sagen können, ja, Hades hat das bestimmt gemacht und Hades hat das gemacht. Und wenn du dann... kurz vorm Ziel bist, dann quasi, dann merkst du, dass sie in Wirklichkeit die Ware ist oder sie enthüllt sich dann als wahre Böse oder was weiß ich. Das hätte dann viel besser gepasst, finde ich, als der Mist, den die da jetzt gebaut haben. Also das ist wirklich gameplay-mäßig super, von der Technik her super, das, sag ich mal, damit das original ein PSP-Titel war, ist auch die Portierung auf die PS3 recht gut gelungen. Die Steuerung wurde sogar noch an den Controller angepasst und so weiter und so fort. Ist alles toll. Aber die Story kriegt ganz krasse Abzüge. Und es kriegt ganz krasse Abzüge von mir persönlich für die Tatsache, dass man Zwischensequenzen nicht überspringen kann. Und ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube sogar, dass die Entwickler der HD Collection nicht... die Entwickler, also nicht dieselben Entwickler sind wie die das Spiel auf der PSP entwickelt haben. Ich meine, auf der PSP war es nicht Ready at Dawn, aber ich bin mir nicht sicher, ob die auch die Entwickler der HD Collection sind. Was wiederum bedeutet, dass sich vielleicht ein anderes Entwicklerstudio über das vorherige lustig gemacht hat. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum die Trophäen, die natürlich nur in der HD-Collection eingeführt wurden, das heißt von einem anderen Entwicklerstudio gemacht wurde als das Spiel, warum die Trophäen quasi über das Spiel selbst herziehen. Weil dadurch, dass du gestorben bist am Ende häufig und die Zwischensequenzen häufig angucken musstest, wurde dir dann am Ende eine Trophäe verliehen dafür, dass du die Zwischensequenzen auch angeguckt hast. Also für mich ist das sich drüber lustig machen, über den Spielfehler, dass man die Zwischensequenzen nicht überspringen kann. Oder dass der Zwischenspeicherpunkt nicht nach der Zwischensequenz gesetzt wurde. Und die Tatsache, dass das Spiel recht kurz ist,
und dass du dann am Ende des Spiels die Trophäe schon vorbei Fragezeichen bekommst, ist für mich auch nochmal eigentlich, also das kannst du eigentlich nicht bringen. Haben sie aber gebracht. Also ich glaube tatsächlich, dass sich da einfach ein anderes Entwicklerstudio so richtig, ja, über das andere Entwicklerstudio herziehen möchte. Und das finde ich persönlich nicht so toll. Weil das Spiel an sich ist wirklich nicht schlecht und für PSP-Verhältnisse echt gut gewesen. Und zumindest technisch, wie gesagt. Und naja, ich finde das dann einfach nur dreist, sich dann da, aber gut. Ist ja Ansichtssache. Die anderen finden das vielleicht lustig, so ein bisschen Geigenhumor, aber ich finde es, wie gesagt, wenn es wirklich von einem anderen Entwicklerstudio kommen sollte, dann finde ich das dreist und sag mir erstmal, hey, hättet ihr mal zu der Zeit bitte ein PSP-Spiel machen können, was technisch so ist und eine größere Spielzeit beinhaltet, auf der Größe, die die damals zur Verfügung hatten als Speicherdatei, dann bitte zeigt mir, dass das geht, ansonsten erstmal ganz ruhig in der Ecke und werd erstmal so groß, dass ihr was anderes als HD-Collections machen könnt. Dann können wir doch drüber reden. Eine Bewertung kriegt das Spiel von mir. Ich habe, denke ich mal, gesagt, technisch ist es gut. Besser als erwartet. Storytechnisch ist es recht, recht bis sehr schwach. Und deswegen, ja, kriegt das Ding eine Note von... das ist nicht schwer sagen, aber ich finde halt, in so einem Spiel... spielt für mich persönlich vor allem die Story mit rein, damit ich mich in das Spiel wirklich reinversetzen kann, damit ich mich hineinsteigern kann. Damit ich wirklich mitfiebern kann. Und das hat mir total gefehlt und deswegen fehlte mir auch das Feeling so ein bisschen. Und deswegen kann ich tatsächlich nichts Besseres geben als eine 3-. Obwohl es technisch einfach... Es hat mich eher überrascht und es überrascht mich selten etwas technisch. Überrascht hat mich bislang... auf jeden Fall The Last of Us, es hat mich Beyond Two Souls auf jeden Fall in diesem Jahr und das hier. Letztes Jahr war das natürlich, aber ansonsten hat mich jetzt schon wieder länger nichts mehr technisch überrascht. Zumindest nichts, was sich gerade einfällt und ja, das war's auf jeden Fall. als Nachfolgeprojekt von God of War Chains of Olympus wird es wohl erstmal nicht God of War 2 geben, da gibt es nämlich God of War geben, sondern da wird es noch ein kleines Zwischenprojekt geben, obwohl so klein ist es vielleicht gar nicht, ich weiß nicht, wie lange es gibt, sondern es wird als Nachfolgeprojekt wohl, ich weiß nicht, wann ich das hier hochlade, ich werde versuchen, die Parts so zu schneiden, dass das Projekt hier genau einen Tag bevor das released zu Ende ist, es wird nämlich das Story-DLC zu Last of Us kommen, ich habe es gerade eben angesprochen. Also, ich weiß wie gesagt nicht genau, wann das hier hochgeladen wird, aber ich werde es versuchen, die Parts so zu schneiden, dass die ungefähr die Länge haben, dass ich einen Tag vor dem Release des DLCs von The Last of Us, den letzten Part, also genau diesen Part hier hochladen werde. Und dann quasi morgen an dieser Stelle, hoffentlich, wenn alles gut gelaufen ist, der Story-DLC zu The Last of Us auf meinem Kanal kommen wird. Und ja, sobald wir mit dem durch sind, wird dann aber die God of War Serie weitergeführt mit God of War, dem allerersten Teil, auch in der HD Collection. Allerdings dann PS2-Port halt, ne? Gut, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Let's Play. Schaltet auch bei den anderen Let's Plays und bei den ganzen anderen Videos und bei den anderen Serien und so weiter und so fort ein. Ich würde mich freuen und ja, wir sehen uns dann hoffentlich wieder. Also